Jo, dann bereiten wir mal alles gleich für das Töten davor. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr davon, 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 davon. 30 Stück, das klingt doch sehr gut. Dann hätte ich noch ganz gerne die da, um das Muster noch da zu erweitern. Eigentlich brauche ich dafür noch mehr, wir haben anscheinend nicht genug Stahl. Dann können die Sachen hier eigentlich schon mal raus. So. Wir brauchen definitiv mehr Energieschilde. Wir brauchen definitiv einen zweiten Fusionsreaktor. Den auch schon mal anschmeißen. Für die Schilde brauchen wir jeweils 10 blaue Chips. Das gucken wir gleich mal. Und ich denke, heute wird das nichts mit dem Angreifen. Morgen eventuell auch noch nichts. Weil es dauert eine ganze Weile, 30 von den Dingern zu bauen. Na gut, Forschung. Forschung hätte ich ganz gerne mehr Shotgun-Schaden. Shooting-Speed ist teuer. Dann mach Shotgun-Schaden. Dafür müssten wir gerade noch so genug hellblaue Tränke haben. Mach das mal. Und die Power-Armor ist fertig. Da. Ja, sehr schön. Also das dahin. Laufdinger. Zwei Stück. Rüstung, 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 Rüstung. Die dahin, da kommt der zweite Fusionsreaktor hin. Das hier könnte man eigentlich noch voll mit Schilden klatschen, ne? Solarzellen brauche ich gar nicht, das kann ich rauslassen. Ja, definitiv viel mehr Schilde. Viel, viel mehr Schilde. Dafür brauche ich aber blaue Chips. Gib mir... zwei fehlen noch. Kann ich ein bisschen nachhelfen. Aber nicht viel. Hoffe, das reicht. Ja, wie gesagt, das dauert eine ganze Weile. Was sagen unsere Ressourcen so? Wir haben noch genug Eisen. Wir haben immer noch keinen Draht. Wir haben immer noch kein Kupfer. Wir haben keinen Stahl. Was komisch ist, weil wir haben schon 4 Schmelzen durchgehend am Laufen, nur um Stahl herzustellen. Das müssen wir eventuell erhöhen auf 6 oder so. Das war früher in der letzten Staffel halt sehr schön mit den Produktivitätsmodulen, dass wir dann einfach mal doppelt so viel Stahl herstellen konnten. Das geht jetzt nicht mehr. Eisen hält sich momentan aber auch recht glatt auf 4.4. Wenn ich jetzt noch 2 Stahlschmelzen hinbacke, dann fällt das wieder. Dann haben wir irgendwie wieder Stahlmangel. Das ist nicht gut. Also ich denke, ich lasse es momentan so laufen mit dem Stahlmangel. Und sorge jetzt erstmal dafür, dass wieder mehr Kupfer gemacht wird. Da hatte ich ja schon hier unten vorbereitet. Wir bräuchten dann nur noch die Schmelzen. Was fehlt hier? Steinziegel. Ernsthaft? Okay, ich glaube, wir haben im Lager noch Steinziegel. Du siehst gut aus. Du bist voll. Gib mir mal ein paar davon. Dass der hier weiterarbeitet. Die mal hier wieder rein. Das hat den Sinn, dass die da auch durchgehend weiterarbeiten. Wenn es nicht zu irgendeinem Stillstand hier kommt, weil Leichtöl staut sich da oben schon wieder. Und wenn sich Leichtöl staut, staut sich alles andere. Wobei ich auch einmal ganz kurz die neuen Tanks darauf werfen könnte. Ne, die brauchen Stahl und Plastik. Ich habe kein Plastik. Ne, kein Zink. Wir brauchen Zink für die Tanks. Nö. Nö, lass mal. Ist okay, ist okay. Sieht es hier oben aus? Geht so beim Öl. Pollution 9? Du hast keine Pollution-Module? Bus. Oh, wir haben auch keine Pollution-Module. Ja, okay. Momentan nicht ganz so super wichtig, weil wir ja... alles in der Umgebung ausgemerzt haben. Aber für die Zukunft, ne? Oh, was haben wir hier? Ein Ausfall. Das ändern wir doch gleich mal um. Mach den mal... Ja, dahin. Den dahin. Du kriegst die Pollution-Module. So. Hilft uns aber auch nicht sehr viel weiter. Und hier drin können wir nicht mehr wirklich irgendwas bauen.
Wobei. So. Passt da noch eine Schmelze hin? Ich habe keine Schmelze, aber würde deine hinpassen? 1, 2, 3. Ja, würde. Sehr schön. Also warten, bis der Fusionsreaktor fertig ist. Stopfen den gleich rein. Dann könnte ich ja mal kurz gucken, wie viel generierst du? 750. Du verbrauchst 200. Also insgesamt 400. Also wir hätten 350 über. Die verbrauchen schon mehr. Ja, rein mit dir. Rein mit dir, rein mit dir. Ich bin aber fast versucht, noch ein Laufding zu bauen, weil es echt irre praktisch vor dem Gegner weglaufen zu können. Fehlen aber die roten Engines für. Gut, bau bitte den dahin. Und bau bitte die Module, die richtigen. Zwar Effektivität für die Schmelze und Pollution Clinic für das Ding. Und ich habe mich eingesperrt. Gut. Der Teich hier oben könnte eigentlich eh weg, oder? Ja, momentan stört er aber noch nicht wirklich. Ja, also Module hier noch reinsetzen. Die Dinger sind fertig. Die Zeit sieht gut aus. Und übrigens haben wir jetzt wieder eine Zeit, was sehr schön ist. Ja, den Tag verballern wir jetzt auch noch. Und morgen früh machen wir uns dann auf dahin. Hoffentlich ist ein Shotgun Shell Damage auch schon fertig. So, du kriegst hier Stromsparmodule, du kriegst Anti-Stink-Module. Jetzt kann ich das ja auch wieder in Ruhe lassen. Also es sollte jetzt ein bisschen mehr Kupfer sein, aber ich bezweifle, dass das irgendwie hier auftaucht. Nö. Ist instant weggeatmet. Okay, dann hätte ich gerne mehr Schilde. Ich wollte eigentlich sagen, mehr Schmelzdinger da unten, aber das wird nicht hinhauen. Ah doch, es fehlen nur Steine. Wenn ich Steine? So. Ah, 3 Schmelzöfen. Gib mir. So, das fliegt, das fliegt, das fliegt. Die Substations könnte ich auch hier draußen mal hinstellen. Um zu gucken, wo die hin müssten. Wobei, jetzt kann ich es wieder nicht sehen, weil... Ja, genau. Die Mauer zu dick ist. Substation da. Ne, da, ja. Genau, als ich sitzen wollte. Ja, danke für Shotgun Speed. Das sieht gut aus, aber da bräuchte ich gar nicht. Jetzt setzen wir das einfach hier weiter. Weiter. Och, das Kupferfeld, da sieht einladend aus. Das nehme ich noch mit. Und dann hier die Mauer ran. Also hier die Türme hin, da die Mauer hin. So wäre das dann, ne? Ups. Dann müssten wir nicht mal die Basis da oben eigentlich zerstören. Eigentlich, aber ja. Praktischerweise wäre es dann so, dass wir zu viel Smog generieren, die durchgehen atmen würden. Aber ja, das ist dann unsere hervorgeschobene Mauer. Damit die Gegner nicht so nah rankommen an unsere Smog-Geschichte. Guti, es wird langsam dunkel, deswegen ziehe ich mich mal zurück und hoffe, dass da jetzt keiner nachts unsere Substations wegbeißt. Das wäre schade um den Stahl. So. Dann laufe ich jetzt runter, setze da unten die Schmelzöfen hin. Auch wenn das noch ein bisschen was fehlt. So, setze die Schmelzöfen hin. Pflanze die Schilde mal hier rein. So. Grüne Chips. Haben wir nicht so ein bisschen was, was ich mir klauen kann? Ganz bisschen was, ja. Ah, ein bisschen anfangen. Rote Chips? Auch nicht wirklich. Das ist garstig. Das ist so garstig. Ja, mehr Schmelzöfen? Oder mehr Schilde? Wie viel Stahl haben wir? 55.
War es an der Schilde? Ja. Das heißt, wir haben jetzt zwei Schmelz und Schmelzöfen unten für das Kupfer. Gut, 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 gut. Den Rest müssen wir nochmal geben. Ich habe keine Zeit, Jungs. Ich habe keine Zeit. Es ist nirgendwo Licht. Zack. Zack. Gut. Auf. Zu. Okay, also wir hätten jetzt gerne Kupfer von da. Dann mache ich doch mal hier einen Splitter hin. Der dafür sorgt, dass das von unten kommende Kupfer damit draufgelegt wird. Achso, das ist viel zu nah dran. Warte. Du weg, du dahin, du weg, du dahin. Ärmchen, Ärmchen. Du so, du so. Du so. Okay, dann kriegst du hier noch ein bisschen Kupfer, weil ich will damit ungern rumlaufen. Und wir haben nicht genug Pollution oder Effektivitätsmodule. Und die hier stinken alle auch rum, wie nichts Gutes. Das muss ich eventuell noch ändern. So, und hier baue ich jetzt noch zwei davon hin. Um das Kupfer loszuwerden, das ich dabei habe. Damit das auch verwendet wird. Du stehst da ein bisschen unpraktischer, was soll's. Dahin bekommst auch ein Fuel, bekommst auch 200. So. Ist schon mal so ein kleiner Bonus und wird auch einsortiert. Gut, gut. Wir haben schon 6 Uhr. Ich sollte losgehen zum Töten. Auch wenn die Basis garstig war. Ich glaube, da waren schon recht viele große Beißer und auch Berserkerbeißer und was weiß ich. Schluck. Du. Mehr. Schilde. Jupp, 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 jupp. Oh. Keine Zeit für Ärmchen. Ah, du stehst auch falsch. Muss ich mich auch bei Zeiten drum kümmern. So viel zu tun, so viel zu tun. Aber töten ist erstmal wichtiger. Weil wenn ich die jetzt nicht kaputt kriege, kriege ich die nie kaputt. Forschung war fertig. Nochmal kann ich leider nicht. Und 200 blaue Tränke habe ich auch nicht. Big Size Chest. Ja, mach mal. So. Vielleicht die kleine Basis dazu erst. Durch, lass mich durch, lass mich durch. Das ist ein echt schickes Eisenfeld. Ja, die Würmer machen mir da auch Sorgen. Also Ziel, erstes Ziel ist es, den Spawner zu zerstören. Mehr will ich nicht. So. Nope. Okay, und die Würmer. Ein Wurm ist kaputt. Spawner ist angeschlagen. Lauf. Die tanken das jetzt alles weg. Ich will eigentlich die Splitter da hinten erwischen. Spawner ist kaputt, sauber. Jetzt vielleicht erstmal eine Runde töten, ne? Sonst werden das immer, immer mehr. Ah, Shotgun Damage scheint sich jetzt schon ausgezahlt zu haben. Oh, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Splitter erstmal weg. Oh, erschreckt mich nicht so. Weg, weg. Nicht die Basis oben triggern. Nicht neue Spawns von unten triggern.
77 Magazine, das geht gut runter. Weg.